auf geht's. Willkommen im Winter, willkommen in der Weihnachtszeit, willkommen zum Munchies Guide to Christmas aus Berlin. Berlin ist arm, Berlin ist sexy, Berlin ist kreativ. Genauso vielfältig wie die Stadt sind aber auch die Gerichte, die dieser Tage und vor allem Nächte auf die Teller der Berliner kommen. Darunter natürlich das traditionelle, das fettige, das üppige Weihnachtsgericht, wie man es vielleicht kennt. Unfassbar knusprig. Jedoch auch sehr viel unkonventionelle, simple Gerichte, die viel Einfallsreichtum mit sich bringen. Das sind sogar zwei verschiedene Arten Wurst. Ich selber werde diese backen, kochen, probieren und das mit einigen besonderen Persönlichkeiten aus dieser herrlichen Stadt. Also ich bin eigentlich Playboy Nummer 1 in Deutschland. Ja, Sahne ist gut für die Füße. Ich treffe heute den Prototyp des Neuberliners. Beide sind Künstler, sind Produzenten. Es geht um And Him. Mit ihrer elektronischen Musik reisen sie um die Welt, sind genauso gerne am Essen wie ich. Dementsprechend treffen wir drei uns heute in der Küche. Ich bin angekommen, nun in der Küche mit den beiden Jungs von And Him. Da freue ich mich doch mit euch mal heute ein bisschen Plätzchen zu backen. Wann habt ihr denn das letzte Mal überhaupt Plätzchen gebacken? Ich habe mal einen Kuchen gebacken. Ist fast das Gleiche. Du warst doch mal bestimmt beteiligt bei Oma. Ich habe immer nur genascht. Da fangen wir vielleicht einfach mal an mit der Königsklasse, dem Zimtstern. Und ich dachte, wir tasten uns erstmal mit Butterplätzchen. Ja. Lass uns mit Butterplätzchen anfangen. Ja, würde ich auch sagen. Genau, und die sind relativ einfach. Man braucht 600 Gramm Mehl. 400 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, ein Ei und eine Packung Vanillezucker. Also wenn es um Zerquirlen geht und Küchenarbeit, dann arbeiten wir eigentlich nur mit dem Komet RG5. Das ist schon beim Zuckerlös. Es riecht aber wirklich schon wie damals zur Weihnachtszeit. Ich würde gerne deinen Komet in allen Ehren hochgepriesen. Ja. Ich würde mal auf Handbetrieb umschalten. Ja, müssen wir auch. Und natürlich erste Regel in der Küche, immer die Hände vorher waschen. Habe ich natürlich. Hast natürlich nicht gemacht. Ich in der Vorbereitung. Habe ich wirklich gemacht. Klar war ich noch zwei, dreimal auf Toilette zwischendurch. Aber der ist noch sehr krümelig, oder? Er ist krümelig, aber eine gewisse Krümeligkeit ist auch gut. Ja, ich finde, es fühlt sich schön an. Es fühlt sich vertraut an. Das ist für mich jetzt das Weihnachten schlechthin, wenn dann Mutter kam und dann schon hier den da gemacht hat. Ne? Und dann hat das ja auch ein bisschen was von Schnee. Und was gibt's Schöneres als weiße Weihnacht? Oh. Ja, das geht natürlich besser. Aber spürst du? Ja. Wie es langsam wird? Ja, vor allem, wenn ich die Augen zumache. Das liegt. Und jetzt haben wir den ersten Fußball. So wie meine Oma auch immer gemacht hat. Der kommt jetzt in den Backofen, 160 Grad, 2 Stunden. Und dann denke ich, haben wir ein richtig schönes Plätzchen. Bevor man dann anfängt, richtig zu backen, ist natürlich das Kosten des Teigs, was man als Kind auch geliebt hat. Ich weiß nicht, ob es deutsche oder Berliner Tradition ist. Man schickt sich ja auch so ein bisschen gegenseitig die Plätzchen. Habt ihr da Pakete bekommen? Habt ihr Pakete geschickt? Also ich meine, bei uns unter dem Weihnachtsbaum gab es dann eigentlich fast ausschließlich Plätzchen. Also es war da schon zu viel. Aber ich finde, es macht richtig Spaß. Man kommt ja wirklich in weihnachtliche Stimmung, ne? Das wären die normalen Plätzchen und hier? Da wird so unser Tierchen. Was ist denn euer Tierchen? Unser Maskottchen. Unser Maskottchen quasi. Das And Him. Tier. Ja. Ach, Scheiße. So, und mal zum Vergleich. Jungs, wie lange? Bei welcher Temperatur? Machen 10 bis 13 Minuten. 10 bis 13. 175 Grad. Was haben wir denn hier mitgebracht? Glühwein. Ja, jetzt wird natürlich geglüht, ne? Genau, da kommt erstmal Rotwein rein. Dann macht man das Ganze auf 8. Auf 8 muss die, ne? Ja, das muss richtig kochen. Zimtstangen, die da rein müssen. Orangen, 2.
Kardamom. Kardamom nur ein bisschen. Wichtig beim Kardamom ist, dass er in der Schale gemahlen wurde. Und wie viele Nelken? Nelken einfach eine gute, eine kleine, mit Babyhandvoll. Prost. Das will ich mengen auf die Weihnachtszeit. Ich finde es ganz gut, wenn man sich schon gewöhnt hat. Ah, sehr gut. Die sehen doch toll aus. Das Ant-Him-Tier ist auch was geworden. Ich raste aus. Dann wären wir jetzt mal kreativ. Wer hat denn jetzt welchen gemacht? Du warst? Dann natürlich das Straßenmesser. Finde ich sehr schön hier mit dem pimpigen Glitzer. Genau, am Messer. Es ist Straße, aber auch Pimp. Also, weil wenn Gewalt, dann mit Stil. Das eigentliche Highlight von Tobi. Unser Maskottchen. Ja, Andi. Ach, das ist der Andi. Ja. Dann ein Liebesdreizack. Das ist Neptun und Amor, wenn die zusammenarbeiten. Goldbahn. Goldbahn, wie draufsteht, Gold. Dann eine weibliche Brust, prall gefüllt mit Murmeln. Hey, jetzt kommen wir zum schönsten Part von einem, und zwar das Probieren. Mhm. So schmeckt Weihnachten, ne? Schmeckt total lecker. Mhm. Ihr hattet ja noch was mit mir vor. Sag mal, was machen wir jetzt? Ja, wir würden ganz gerne in die Berge fahren, in die Alpen. Die Berge in Berlin. Mhm. Und dann gucken wir mal, was man da so machen kann. Jungs, ihr habt gesagt, wir fahren in die Berge. Das kommt mir recht bekannt vor. Ja, wir fahren zum Potsdamer Platz, der sich zur Weihnachtszeit zu einem riesigen Berg des Vergnügens verwandelt. Das war witzig. Und jetzt? Was Deftiges. Ja. Ab Brotzeit. Ab Brotzeit. Willkommen in der warmen Stube. Bitteschön. Und danke. Zum Wohl. Und schon mal zu essen gefunden? Ja, also ich bin bei der Frittatensuppe. Dann hätte ich gern den warmen Leberkäse und das Wiener Schnitzel. Ich hätte gern die Bretteljause. Und was haben wir denn da? Wir nehmen noch den Schweinsbraten. Den machen wir hier all together. Ja. Und dann, den Schweinsbraten noch. Ja. Okay. Ist das möglich, dass ich die Bretteljause mit der Köchin oder dem Koch zusammenstelle? Ich denke, das ist möglich. Ja? Das wäre toll. Tag, du bist die? Franzi. Hallo Franzi. Dann zeig doch mal, wie man so eine Bretteljause dann original anrichtet. Dann haben wir einmal den Schweinebraten. Dann haben wir hier den Kassler. Oh. Bergkäse, den Rotweinkäse. Emmentaler. Und dann haben wir hier drei verschiedene Schinkensorten. Wir haben den Schwarzwälder Schinken, dann den Bauernschinken. Das ist der dritte? Das ist der Salat. Gibt es da so eine besondere Technik? Rollst also du ich, man klappt es so rein. So wie eine Blume. So. Ja? Und hier natürlich noch der Landjäger. Genau. Die Landjäger, die legen wir meistens an den Braten mit dran. Paprika. So, morgen fängst du an, 12 Uhr am besten. Alles klar, machen wir. Vielen Dank. Eine Bescherung. Schweinebraten, Leberkäse und das Schnitzel Wiener. Ich mag ja dieses Einfache auch beim Essen. Brotzeit ist für mich so der Inbegriff des Wohlfühlens und des Zuhause-Seins und Geselligkeit. Und das ist aber auch sehr deutsch, oder? Das Abendbrot an sich. Ja, total deutsch, ja. Das ist halt das, was wir auf Tour, oder ich zumindest auf Tour, ganz oft vermisse. Ne? Ja. Dieses irgendwie Brotessen mit schönem Käse drauf, mit einer krossen Kruste. Das gibt's in der Welt ganz wenig. Ja. Also da haben wir total Glück. Dann sage ich nochmal Prost. Vielen Dank, damit ihr mich in die Berge geführt habt. Sehr gern. Oder an den Potsdamer Platz. Alter, ich bin so satt. Ich auch. Todesvoll. Aber
So fühlt man sich ja auch an Heiligabend, wenn man dann bei Mutter war. Absolut. Der Berliner an sich geht ja danach nochmal feiern. Und ja, gern auch in die nahegelegene Eckkneipe. Wir gehen in die Eckkneipe, die auch noch den Namen trägt, Eckkneipe. Also mehr original geht nicht. Und dann trinken wir noch ein Bierchen und vielleicht noch ein zweites Bierchen. Und dann werden wir, glaube ich, ein bisschen besinnlich. Das klingt toll. Wir hätten hier ein 3 Bier vom Fass. Dann war es das jetzt auch schon wieder mit unserem kleinen Munchies Guide to Christmas hier aus Berlin. Da habe ich euch natürlich auch noch ein bisschen was mitgebracht. Das ist einmal für den Tobi. Ja. Guck mal, da gehen die. Wow. Und das ist für den Simon. Wow. Das ist schon mal alles so schön. Also ich habe sofort an dich gedacht. Und da hast du richtig gedacht, wow. Verrückte Weihnachtsmann-Professor. So, darauf trinken wir noch einen Schnaps. Männer. You, me Prost. And him. Prost. Prost. Boah, geil. Ja. Oh, der war's. Er hat gar keine Ahnung, was er macht. Bei meiner Reise durch die Berliner Weihnachtstradition bin ich das nächste Mal im Westen unterwegs. Dort schaue ich mir die leckeren Gänsegerichte des KDWs an und esse mit dem Playboy Rolf Eden in der legendären Paris-Bar.